So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Feed the Beach Mage Quest. Das letzte Mal haben wir ja hier weitergemacht. Ups, da wollte ich jetzt heute weitermachen. Habe ich es leider schon verraten. Haben wir hier die Blumen weitergemacht. Hier. Das oder. Irgendwas waren wir. Genau, wir waren in der Höhle, stimmt. Das war das letzte Folge. Leicht verpeilt. Um an das Zeug hier zu kommen. Das haben wir ja jetzt alles. Spark wollten wir noch basteln. Und Terra Steel. Da wollten wir noch. Was hat uns da noch gefehlt? Ja, auf jeden Fall, wir müssen jetzt eh ein bisschen warten. Bis unser Pool hier mal voller wird. Der Schokolade ist weggesoffen. Aber das passt gerade so schön. Kann man das ganze Holz mitnehmen. Weil ich brauche Holz. Weil wir machen heute mal ein bisschen was mit dem auf der anderen Seite, auf der bei der nicht magischen Mods. Und machen weiter bei der. Wo ist denn? Gerade nichts um mich rum. Ja. Wir machen hier mal ein bisschen was mit Barrels und sowas. Dass wir ein bisschen was speichern können. As an apprentice mage, I'm probably going to be getting a lot of different items as I advance in power. I should probably spend some time creating a storage system so I don't get buried under mountains of mystical items. I've seen many mages use barrels. They can store a hell of a lot of items in an incredibly small space. The only catch seems to be that they can only handle one type of item. It still beats the mountains of wooden chests. Naja, barrels. Eine Runde Barrels, bitte. Das Ding habe ich noch mal nachgeguckt, wie das geht. Dämlich von mir. Da hinten. So. Wir brauchen eine Chest. Wir brauchen dreimal Holz für eine Platte. Das so. Thomas. Okay, da muss das erste Barrel. Dann hat man das schon mal abgeschlossen. Hey, ich habe eine Eisenschaufel bekommen. Müssen wir in unsere Kruscheltruhe tun. Das haben wir ja gerade Barrels angelegt. Naja. Können wir jetzt einen Haufen reinspeichern. Okay. How those barrels fill up. Wow, those barrels fill up fast. Thankfully, I've heard that you can add extra storage space to the barrels, so they can store even more items. I just need to upgrade the structure integrity of the barrels first, so I can fill some upgrades in there. Once crafted, I simply first have to shift right click the barrel with the structural upgrade, then with the storage upgrade. In order to einmal Zäune machen. Ups. Brauchen fast nichts mehr. Und sowieso noch. Okay, das ist zu wenig. Wir brauchen 4 Stück. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nein. Jabba. Ups, das war ganzes Holz. Nein, keine Sticks. Und da hätten wir's. Structural Upgrade 2. Wir brauchen 4-mal Eisen. 6-mal Eisen habe ich sogar dabei. Dann brauchen wir aber wieder Zäune. Ja, wurscht. So, 2-mal Zäune. Machen wir das auch noch, aber bitte sag mir nicht, ich muss 3 auch noch machen. Okay, Storage Upgrade. Storage Upgrade war nicht so schwer. Das waren 2 Pisten, wo ich 2 Eisen brauche. Wir müssen nachher wieder in die Mine. Dann brauchen wir ein bisschen Koppel. Holz. Und das müsste eigentlich alles sein. Genau, da hätten wir die schon mal. Jetzt brauchen wir noch einen Barrel. Hier schon ein bisschen Holz. Das genau so. Hä?
Ah, bin ich ein Depp? Ich habe das 1 klein gemacht. Ich muss meine Planken. Hier sind auch noch eine, aber keine Ahnung woher. Die Viecher unter meinem Haus regen mich auf. Ach, ich sollte erst Chest machen. Hier, jetzt hier. Was mache ich denn? Ich will einen Baron machen. Oh Gott. Peilt wie eh und je. Zack, mein Storage Upgrade. Claim Reward, jetzt haben wir den Hammer. Sieht jetzt immer cool aus, der Hammer. Zack. Nein. Shift Right Click, jetzt ändert sich der Art Farbe. Und jetzt kann das Ding 128 Stacks statt 64 packen. Ganz normal bei dem Upgrade. Jetzt. Not that kind of dolly. If I break these barrels, items will spread out everywhere. Crafting a dolly to move them around is probably a good idea. I've also great rumors. Nee, heard rumors that upgrading a dolly with diamonds will even let it move spawners. Yep. Geilste Sache ever. Dollies will let me. Bin ich ein Depp? Das kann ich für Ding benutzen. Nee, kann ich nicht. Ah, vergesst. Ich dachte gerade an. Ja, egal. Ans andere Projekt. Wo ich. Okay. Void Upgrade. Ja, ich habe keinen Bock, das durchzulesen. Void Upgrades machen. Ein Barrel. Also, wenn ich automatisch Sachen ins Barrel hier reinfüllen würde. Dann wäre das so, wenn es voll wäre und Void Upgrade drauf ist. Die Items, wo dazukommen, gehen alle ins Nirvana. Gold könnte ich bekommen, indem ich das hier mache. Dia müsste ich bauen. Und 4 Dias. Das ist mir zu teuer. Was kostet ein Void Upgrade? Void Upgrade ist billig, wenn man Eisen hätte. Da ich voll Depp ja mein ganzes Eisen jetzt verbraucht habe. Äußerst. Ab in die Minen! Okay. Okay, das müssen wir auch noch machen. Mist. Das war nicht durchdacht, was ich gemacht habe. Dass ich da jetzt mit 9 Barrels gemacht habe. Aber das ist jetzt fertig. Jetzt gehen wir pennen. Na komm, geh rein. Nein. Wirklich? Dann halt so. Kloing. Da drauf gehen. Okay, das ist alles kruscht. Dann machen wir hier weiter mit dem. Terra Stereal Plate. Da ist mir vorhin wieder Botania. Dann die Plate. Sieht hier jemand? Bin ich jetzt blöd? Wie heißt der Name? Terrestrial. Halt, ich hab sie gesehen. Da ist sie. Das war das. Dreimal Lapis Block. Und ich hatte ja gerade das. Na, Scheißdreck. Und die Sparks, die durften wir ja eigentlich leichter finden. Da sind sie. Die Sparks waren mit Blaze Powder. Ich hatte ja hier schon ein Nether Portal. Aber Blaze hat man noch nicht. Moment, da hätte ich ja schon mal Feuer. Gluttony bringt mir da nichts.
Ja, und dann müssen wir halt Blaze Powder sammeln gehen. Und weiße wird's. Nee, das ist scheißegal. Ich brauche nur zwei davon. Wie viel Sparks brauchen wir denn? Halt, Rails aus, offen. Ja, dann mal gleich weiterleiten. Wir brauchen zwei Sparks. Dann einmal Daumen drücken. Dass ich jetzt nicht im Nether verreck. What the fuck? Und ich bin halb tot. Okay. Der Villager schlägt sich hier mit allen. Ich muss mal schön re-raggen. Da machen wir uns mal kurz ein Haus. Okay. Komm, ich krieg gar nicht so schnell Gesundheit wieder zu. Was habe ich ein Wertvolles dabei? Nix. Ups, aber ich muss zum Spawner. Holy shit. Ich gerade erschrocken. Nicht weich. Okay, der macht ja eigentlich gar nichts. Okay. Arme Living Armor. Dich lasse ich aus. Miau. Du mich auch, miau. Da hat wieder irgendwas rumgeschossen. Ups. Aber einmal hier. Boah, sind hier viele Wisps. Scheiße. Oh, die Katzen haben irgendwas killt. Skeleton haben die killt, okay. Sieht so aus, ob die was gegen Wither-Skelette haben. Ganz schön übel von denen. Ich habe was gegen Blaze. Weil ich brauche jetzt ein paar. Und hoffe, dass ich nicht drauf gehe. Mein Mana-Tablet ist eigentlich knallevoll und das hat auch noch was. War nicht. Auf. So, erste Runde. Na komm. Deswegen regt mich die Rüstung hier auf. Na komm, spawnet. Halt alle auf einmal. Okay, ich brenne nicht. Hab's überlebt. Ups. 8 Hämmer und 12. Oh, ich krieg ultra viel Damage. Gross. Und jetzt kommt's noch so ein Heuling. Hen 12, eigentlich kann ich abhauen. Falls ich noch eine Blaze Rods brauche. Bleibt mal ein bisschen länger hier. Aber wenn es mich ordentlich in Schwitze bringt. So, Blaze Rods haben wir keine neue. Na komm, noch eine. Dann renne ich um mein Leben. Scheiß drauf. Na komm, lauf Katze. Rup, rup. Wo ist er denn? Da vorne, ausgerechnet. Ja, ich komm zu dir hoch, what's up? Da nicht. Na, Trottel. Na, renn halt weg. Weg hier. Und raus hier. Ich hab kein Feuerzeug dabei. Raus hier. Jetzt brauchen wir einen Haufen Petals. 4 Stück. Stück brauchen wir. Ups. Dann einmal hier rüber. Shift 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir Golden Nuggets.
die wir nicht haben. Ich habe auch kein Gold. Doch, da. Ich habe bloß ein bisschen Gold. Ach, da ist schon ein Baron fertig. Also kein Problem. Sparks. Ja, also die hätten wir dann auch. Jetzt brauchen wir... warum habe ich die Dinger vorher benutzt? Halt, Horn of the Wild bleibt da. Das behalten wir das weg alles. Wir brauchen mehr Fackeln und dann können wir wieder in den Keller gehen. Also müssen wir weiter Eisen suchen. Eisen war auf Höhe. Halt, gibt's den Mod. Use, ich will Eisen wissen, 32. Also gehen wir auf 32 runter. Autsch, 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 autsch. 32. Ich brauche ganz viel Eisen. Und eine bessere Mana-Produktion, deswegen brauchen wir Setzlinge. Also hier sind wir schon mal perfekt von der Höhe her. Forscht einfach geradeaus. Hat sich das jemand gemerkt, dass hier nicht eine Höhle ist? Da oben ist Eisen. Ups. Ja. Glück gehabt. Würde ich mal so sagen. Oder war ich hier schon mal? Weiter geht's. Das ist da unten. Das heißt, wir können ein bisschen Kohle mitnehmen von neu. Packeln. Und ein bisschen Eisen. Ja, wir müssen dann gucken, dass wir noch einen halben Mana-Pool voll bekommen. Was echt heftig wird. Hey, schon ein bisschen Eisen. Wenn wir das noch verdoppeln könnten, was da rauskommt, dann hätten wir es jetzt schon. Aber wir haben ja nichts zum Verdoppeln. Halt da bleiben. Da war noch einer. Leck mir am Arsch. So, Stein brauchen wir auch. Gucken wir nochmal hier. Da haben wir irgendwas zugemacht. Das war eine Höhle. Die haben wir auch Schiss zugemacht. Weil wir so viel Schiss hatten. War so eine Riesenhöhle. Gut gemacht. Ne, da geht's nicht weiter. Dann wollen wir einfach in die Richtung. Wir haben zwar das Eisen. Ah, scheiße, müssen wir noch runter unter Lapis suchen. Das war das Hauptproblem, stimmt, letzte Folge. Wir haben hier ja Lapis gesucht und nichts gefunden. Ah, ihr habt die Sticks dabei, sehr gut. Ganz vorbei bin ich doch nicht. Noch minimal, maximal. Ne, die Höhle war hier zu Ende. Lapis, Lapis war Höhe. Wupp, 15. 5 noch runter. Nee. 5 noch runter. 1, 2, 3. Ah, hier war's. Genau. Da haben wir ja schon eine schöne. Genau, da hat man da das Riesentunnelgebilde gebaut. Wo wir jetzt am Schluss überall in Höhlen rauskommen sind. Und wir dann keinen Bock mehr hatten, hier weiter zu graben wegen dem vielen Gravel. Naja. Dann machen wir es halt jetzt. Und unseren Kumpel F7 schmeißen wir an. Okay. Ach komm.
Da haben wir Eisen. Fackel hin. Wir nehmen heute alles an Eisen mit, was wir finden. Haben wir nämlich die letzte Male vernachlässigt. 1, 2. Höhle. In der wir schon waren, weil das Licht an ist. Zum Arbeiten der Höhle. Wo wir vergessen haben, das Licht anzulassen. Wo geht's hier runter? Das waren drei runter, dann müssen wir hier drüben wieder drei hoch. Eins, zwei, drei. Hallo? Hallo? Niemand zu Hause? Nicht gut. Ah, Fledermaus. Hätte gerade fast schon auf Schwert gewechselt. Oh Mann. Labis. Nein, jetzt nicht Virenschutz. Gibt keine Datenpanne, du Vogel. So. Alles in Eisen mitnehmen. Ups. Ja. Weil das muss man alles. Ja, okay, wir müssen neun Barren machen. Also hier wäre noch ein bisschen was an Höhle zu erkunden. Dich habe ich keinen Bock. Gold haben wir ja oben. Ich brauche gerade nur Eisen. Und dann geht es da wieder weiter. Also den Kreis hat man schon mal abgeschlossen. Ich komme halt jetzt auch zwei Blöcke hoch. Das ist sehr geschickt. Alles ausleuchten. Und ich falle auch zwei Blöcke gerne runter. War das gerade für eine Anzeige? Da kann ich mir das Lichtlevel anzeigen lassen. Wie geil ist denn das? Reicht das überhaupt? Ich habe oben einen Block. Ich brauche 16 und habe 11. Habe ich oben 5, gehe ich das Risiko ein. Ich glaube nicht, ich suche noch ein bisschen. Teile ich mit Eisen. Auch noch mit Eisen. Ich grab einfach mal hier stumpf unten durch. Weil die Höhle haben wir ja jetzt so abgesucht. Da plötzlich die nächste. Ne, das ist immer die gleiche. Wenn er keine Fackeln hat, das sind Fackeln. Da geht's noch weiter. Da geht's doch noch weiter. Minimal. Aber nicht zu Lapis. Die Höhe wollten wir. Die Höhe bekommen wir. So. Dann schon wieder eine Höhle. Das gibt's doch nicht. Ah, okay, da wär's hier weitergegangen. Okay. Da gibt's irgendwie nichts. Nö.
Dann buddeln wir einfach stumpf weiter. So. Und wieder Eisen gefunden. Das läuft doch mit dem Eisen. Ich brauche ein bisschen Lapis. So. Na, Mist. Na komm. Bisschen Glück. Aber wir haben ein Problem. Erstens ist die Folge langsam zu Ende. Von dem her würde ich sagen, war's das für diese Folge. Nächstes Mal holen wir uns der restliche Lapis und ich. Und dann gehen wir hoch und machen da weiter. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.